Man darf ja sowas nicht sagen, aber ja, ich möchte gottverdammt nochmal mindestens 4 Kilo Körperfett verlieren. Tausend Jahre später. Ich glaube, 99% der Mädels, die meinem Instagram-Account folgen, haben sich das ganz viele Mädels gewünscht. Ich gehe ja ganz oft auf dieses Thema Selbstliebe ein und Problemzonen und jeder Mensch hat Problemzonen und alle sehen tatsächlich in mir immer nur diese ehemalige Athletin. Seht ihr dieses Bild jetzt hier? Alle sehen ja irgendwie diese Maschine, aber die bin ich nicht. Ich bin genau wie ihr alle, genau wie wir Mädels, einfach nur ein ganz normaler Mensch. Und es ist jetzt echt viel Zeit vergangen und irgendwie ist das Jahr 2020 schon ganz schön fortgeschritten und irgendwie habe ich meinen Arsch nicht so richtig hochbekommen. Entschuldigt bitte, dass ich dieses Wort verwende, aber dieses Video dreht sich jetzt, diese Serie an Videos wird sich jetzt einfach nur um Körperkult und darum kümmern, was mich A an mir stört und B, was ich jetzt abstellen werde, weil es mich stört. Und trotzdem liebe ich mich immer noch selbst. So, Punkt. Aus Ende. Jetzt haben wir nicht mehr den 01.01.20 und diesen optimalen Startschuss für, wie kann ich vielleicht ein bisschen Körperfett reduzieren. Wir haben jetzt schon irgendwas Ende April. Und ja, ich starte quasi heute. Und ich möchte euch einfach nur mit dieser Reihe an Videos, es klingt übelst bescheuert, ich möchte euch einfach nur motivieren. Ich möchte euch eine kleine Motivation geben, wie ihr vielleicht auch ein oder zwei, eigentlich, man darf ja sowas nicht sagen, aber ja, ich möchte gottverdammt nochmal mindestens 4 Kilo Körperfett verlieren. Optimalerweise Körperfett, optimalerweise im Unterkörper und ich weiß, es wird nicht so einfach werden, aber heute ist Tag Nummer 0. Ich gebe euch jetzt mal 5 Punkte, auf die ich jetzt persönlich bei mir achten werde, auf die könnt ihr auch achten und ja, ich gebe euch einfach mal den Beginn. Okay, fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1. Ihr braucht Routinen. Auch ich brauche Routinen. Und Routine Nummer 1 ist für mich
frühmorgens aufstehen, gut gelaunt, einfach schon mal ein Lächeln im Gesicht haben und Selleriesaft trinken. Selleriesaft ist für mich speziell für Darm und Haut oder Haut und Darm. Ihr kennt ja auch meine Gesichts-Hautproblematik, aber egal, soll jetzt hier kein Thema sein. Die große Routine am Morgen wird für mich ab sofort sein Morgensport. Klingt total banal, ist aber einfach mal für mich ein wichtiger Punkt, um in den Tag motiviert zu starten und vielleicht auch das ein oder andere Fastenintervall, denn ich werde Intervallfasten durchzustehen. Heißt, ich stehe früh auf, trinke meinen Selleriesaft, gegebenenfalls noch ein kleiner Kaffee dazu. Eisen nicht vergessen, ich brauche Eisen. Und dann geht's los. Ich werde laufen. Also ich laufe 20, 25 Minuten. Wenn das Wetter schlecht sein sollte, werde ich meine Rudermaschine bedienen. Oder Variante Nummer 3, ich mache ein kleines Workout. Leute, ich sag euch eins, ich hasse Homeworkouts. Ich hasse Homeworkouts. Darf ich das so offen sagen? Ich mag es nicht. Ich brauche die Motivation oder die frische Luft. Gegebenenfalls macht ihr jetzt, kommt ja Frühling oder kommt Frühling und Sommer, macht euer Workout draußen. Liegestütze, Sit-Ups, ein paar Air Squats. Ich werde euch natürlich auch in nachfolgenden Videos zeigen, was ihr machen könnt. Oder ihr geht halt einfach laufen. Laufen kann jeder. Oder ihr geht walken. So, Punkt Nummer 1. Was steht noch? Bewegung generell soll helfen, habe ich gehört. 10.000 Schritte am Tag mindestens. Spaziergang, macht Spaziergänge, nutzt die Treppen, lasst sein, den Fahrstuhl zu benutzen. Schon alleine diese kleinen Tipps könnten euch helfen. Ganz wichtig, ich möchte jetzt nicht als der Oberguru gelten und euch hier irgendwie ein Lehrbuch-Diät oder einen krassen Lehrbuch-Diät-Guide zur Verfügung stellen. Es geht mehr darum, wie könnt ihr verschiedene Dinge in euren Alltag integrieren. Zum Beispiel, der lahme Schritt Nummer 2, der aber doch ganz wichtig ist, einfach mal auf Alkohol verzichten. Ich meine, ich hatte mein Leben lang nie Probleme damit, Alkohol nicht zu trinken. Ich bin jetzt nicht so der Alkoholiker, okay, das ist falsch. Ich trinke nicht so gern, obwohl ich echt einen Hang für Gin Basil entwickelt habe. Dafür ist auch mein Kräutergarten da auf dem Balkon. Den Kräutergarten müssen wir dann mal einblenden. Den habe ich extra nur angelegt, um Alkohol zu trinken. Nein, also einfach mal auf Alkohol verzichten. Alkohol und diese Entgiftungsprozesse, die hemmen wiederum wichtige Prozesse in eurem Körper. Daher einfach weglassen, egal was das jetzt hier vielleicht laut Schulbuch bedeutet. Schlaf, achtet auf euren Schlaf. 8 Stunden plus minus eine Stunde, voll okay. Aber Schlaf ist unglaublich wichtig. Ihr müsst regenerieren, ihr müsst euch erholen. Und Schlaf hält jung, habe ich gehört. Ansonsten 2,5 Liter Wasser, vielleicht so grob. Achtet einfach mal drauf, trinkt. Nicht Alkohol, nicht unbedingt Kaffee, einfach mal echte Flüssigkeit, ungesüßter Tee, Wasser, Punkt. Punkt Nummer 3, werde ich ein eigenes Video widmen. Wahrscheinlich werde ich auch einen Podcast starten, nur für Punkt Nummer 3. Und der lautet, Adrienne verzichtet einfach mal auf Süßigkeiten. Früher hätte ich gesagt, es geht auch mal eine kleine Süßigkeit am Tag. Heute sage ich, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Geb mir ein Stück Schokolade und ich raste aus. Ich bin dann wie so eine Ratte auf Speed. Ich bin dann wirklich komplett außer Rand und Band. Und wenn ich jetzt nicht jemanden hätte, der mir in den Arsch tritt und der kontrolliert, würde ich alle Vorräte an Süßkram zu Hause auffressen. Wir haben keinen Süßkram mehr in dieser Wohnung. Es gibt nichts mehr. Die Küche ist gesperrt für Süßkram. Ist das Ding ausgegangen. Okay, das heißt, ich verzichte tatsächlich auf Kuchen, auf Schokolade, auf Eis, auf alles. Ja, ich verzichte drauf. Und ja, wenn es meine Kalorien ermöglichen, esse ich ein Stück Kuchen im Beisein anderer. Ich werde aber darauf verzichten, mir bewusst das Zeug ins Haus zu holen, weil ich es eben nicht kontrollieren kann. Das ist aber ein extra Thema und ich glaube, das betrifft unglaublich viele Frauen. Man fängt einmal an und man kann nicht mehr aufhören. Nein, ich stecke mir danach nicht den Finger in den Hals. Gewöhnlicherweise würde ich mich mit Sport und weniger an Lebensmitteln bestrafen. Klingt übelst kacke, aber ist einfach mal Realität. So, Punkt Nummer 4, der eigentlich hätte ganz an den Anfang gemusst, ist der Kalorienbedarf. Ihr müsst natürlich erstmal wissen, was kann ich am Tag essen. Für mich ist es einfach. Ich habe ja schon diverse Wettkampfdiäten im Jahre 2014, 2015 hinter mich gebracht. Ich habe ja eigentlich schon ein mega diszipliniertes Essverhalten an den Tag gelegt. Daher weiß ich ungefähr, mit welchen Kalorien ich arbeiten werde. Das sind in meinem Fall zwischen 1650 und 1750, die ich mir tatsächlich als magische Grenze gesetzt habe. Nur mal so, by the way, ich bin 1,73 groß und ich wiege aktuell 64,4 Kilogramm. Genau, 64,4 Kilogramm. Ich muss noch wiederholen. Heißt, ich habe hier eine App auf dem Handy, die ist eigentlich schon seit 2014 bei allen bekannt. Die nennt sich MyFitnessPal, ist jetzt keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt.
hier gebe ich quasi ein, wie viele Kalorien ich am Tag esse. Die sind wiederum unterteilt in Kohlenhydrate, in Fette und in Eiweiß. Und diese kleine Maschine wird mir immer sagen, Adrienne, du kannst noch so und so viel essen. Adrienne, du kannst das und das nicht mehr essen. Zumindest ist es eine Art Reminder, was geht und was geht nicht. Und das soll jetzt hier kein Dogma sein, dass das, was ich hier erzähle, richtig ist oder dass das das einzig Wahre ist. Für euch ist sowieso erstmal schwierig, wie ermittle ich diese Gesamtkalorien? Es gibt ja so eine Art Grundumsatz. Eure Organe, einfach nur euer Dasein verbraucht Kalorien. Positiv, je mehr Muskulatur ihr habt, also auch wieder für alle Frauen, je mehr Muskeln ihr habt, ohne dass ihr aussieht wie ein Kerl. Stopp, das ist normalerweise nicht so einfach möglich. Umso mehr könnt ihr essen, umso höher ist euer Grundumsatz. Ihr könnt dann mehr essen, das heißt, kommen wir wieder aufs Krafttraining zurück. Krafttraining ist eine wirklich gute Sache für euch. Ja, umso mehr könnt ihr essen. Ihr habt diesen Grundumsatz und dann gibt es aber noch diesen Leistungsumsatz und da gibt es PAL-Werte, quasi eure körperliche Aktivität am Tag von ihr liegt nur im Bett zwischen überwiegend sitzend, sitzen, gehen, stehen oder ihr bewegt euch eben mega hart körperlich. Passt auf, googelt einfach mal. Googelt. Ich bin jetzt hier nicht euer Lehrbuch. Googelt einfach mal Gesamtkalorien berechnen und da gibt es mega gute Rechner im Internet. Ich habe jetzt hier eine Seite gefunden, nennt sich Sportunterricht.ch. Ich habe jetzt einfach nochmal pauschal mein Geschlecht, meine Größe, mein Gewicht eingegeben, mein Alter in Jahren, liegt jetzt bei 35, wird bald auf 36 umschlagen. Und dann gebt ihr einfach mal nur an, was ihr an 24 Stunden am Tag macht. 8 Stunden Schlaf optimalerweise, dann bla 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 bla. Und dann spuckt euch diese Maschine einfach einen Kalorienverbrauch in Kalorien an. Das sind alles nur Näherungswerte. Das heißt, das ist nichts Exaktes. Jeder Körper ist anders. Die Maschine weiß nicht, wie viel Muskulatur ich habe. Die Maschine weiß eigentlich gar nichts. Aber ihr müsst ja mal irgendwo anfangen oder ihr könnt irgendwo anfangen. Und jetzt nehmt ihr diesen Wert, der da ist und ihr reduziert gern einfach mal 200, 300 Kalorien. Die Maschine sagt, Adrienne, du kannst rund 2000 Kalorien essen. Ich gehe mit 300 Kalorien Defizit rein, das heißt, ich habe 1700 Kalorien. So, passt auf. Jetzt ist es so, eine Frau, wir haben ja hormonell diverse Themen zu bearbeiten. Das heißt, eine Frau sollte am Tag nicht unter 60 Gramm Fett gehen. Den Wert haben wir. Diese Kalorien, 1700, davon 60 Gramm Fett. Jetzt bin ich noch dazu Sportlerin. Ich bezeichne mich noch immer als Sportlerin, trotz meines Bandscheibenvorfalls. Ich reiße mir richtig den Arsch auf, um irgendwie wieder an meine 100% zu kommen. Sportler sollten zwischen 1,5 und 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. So, dann haben wir schon Wert Nummer 2. Ich wiege jetzt 66 Kilo. Das rechne ich jetzt mal 2. Also sind wir bei wie viel Gramm Eiweiß am Tag? Zumindest 120 und mehr. Das ist Wert Nummer 2 und den Rest der Kalorien, sagt euch hier auch diese Maschine bei MyFitnessPal, sind dann halt die Kohlenhydrate. Bumm. Das soll es eigentlich dazu gewesen sein. Wichtig ist Kontrolle. Kontrolle. Ich brauche diese Kontrolle. Ich kann tatsächlich nicht einfach so, ich kann pauschal überschlagen, was ich esse, aber ich esse unglaublich gern. Und ich esse unglaublich viel und ich hole auch gern nach. Und ich betrüge mich gegenseitig. Ich betrüge mich tatsächlich selbst, indem ich einfach nachhole und einfach sage, okay, kann ich jetzt nicht eingeben, kann ich nicht tracken, egal, war ja eigentlich noch Fleisch. Ja, verdammt. Egal, Kontrolle. Das heißt, schreibt euch bitte auf. Es ist einfach nur ein Tipp. Macht euch eine Tabelle. Entweder in irgendeinem Blog, in einem Schreibblock mit CK, oder ihr macht euch eine Excel-Tabelle. Schreibt euch auf. Früh als erstes steht ja auf, ihr geht auf Toilette, ihr wiegt euch nackt, habt ihr euer Gewicht. Nehmt Maße, so habe ich es gemacht, jetzt Tag 0 ist dokumentiert, am Bauch, Beine in der Mitte, Hüftumfang. Logisch, ihr werdet nicht immer die gleiche Stelle treffen, auf gar keinen Fall. Aber ihr habt zumindest näherungsweise einfach mal einen Gewichtsverlauf. Ihr habt näherungsweise gerne, nehmt alle 14 Tage gerne eure Maße. Wer jetzt an den Arm Probleme hat, lasst euch helfen, messt einfach mal hier diesen Umfang, weil ich weiß, es gibt Frauen, die haben hier halt einfach ihre Problemzone. Meine Problemzonen liegen unterhalb der Gürtellinie, sage ich immer wieder. Also, Kontrolle. Wichtig auch für Frauen, die Regelblutung, die Monatsblutung. Wir sind vorher schwerer, wir sind währenddessen schwerer. Schreibt es euch auf. Ihr habt einen scheiß Tag, ihr habt im Büro nur gesessen, ihr habt vielleicht, keine Ahnung, Kopfschmerzen, ihr müsst 2 Schmerztabletten nehmen, schreibt es euch einfach auf. Es kann sein, dass euer Gewicht zum Beispiel einfach hochgeht.
Das Wichtige ist, einfach über einen längeren Zeitraum, vielleicht optimalerweise mal als Start 6 oder optimaler, es gibt kein Optimal, 6 Wochen oder 8 Wochen und ihr seht halt einfach mal, woran hat es gelegen? Woran hattet ihr gelegen, habe ich irgendwo mal gehört. Gibt es das irgendwie? Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Dokumentation. Macht euch einfach mal die Arbeit. Ihr werdet sehen und ihr werdet stolz auf euch sein. Macht Fotos. Macht gerade jetzt an Tag 0, lasst von eurem Partner, von der Freundin Fotos machen. Von vorn, von der Seite, von hinten. Dann habt ihr die Maße dazu. Es ist nur eine näherungsweise Sache, aber ich wette bei mir, wir sehen in 7 bis 10 Tagen, dass mein Hüftumfang schon geschmolzen ist. Wird so passieren. Jetzt nochmal ein wichtiges Thema, was mir persönlich wichtig ist, weil viele sehen ja in mir diese krasse Maschine, die oben rum. Deshalb sitze ich übrigens auch nackt da. Ich hoffe natürlich auch ein bisschen Hate dafür zu bekommen. Brüste kurz richten. Ich bin ja im Oberkörper ganz oft trocken. Ich habe im Oberkörper immer diese Ader. Mein Bauch ist ansatzweise perfekt. Aber auch hier habe ich jetzt mittlerweile mehr Körperfett, als ich es halt kenne. Jetzt werden einige sagen, die spinnt ja und lachen und die sollte mal meinen Schwimmring hier sehen. Ja, es gibt tatsächlich Frauen, die haben im Oberkörper hier ihr Fett, die tragen halt hier eben diese typischen Chicken Wings, die haben hier ihren Speckmantel, da guckt das Fett, ragt halt über die Hose. Und dann gibt es halt Frauen wie mich, die haben untenrum ihre Problemzone. Ich habe untenrum dieses fleischige Gewebe. Ich hoffe, ihr seht es jetzt einfach mal hier eingeblendet. Ich bin obenrum perfekter als untenrum. Das heißt, in jeder Sportleggings sagt jeder immer noch, Mensch, du bist doch perfekt. Nee, bin ich nicht. Mein tatsächliches Normalgewicht, wenn ich ganz normal Sport treiben kann, wenn ich mich gut und bewusst ernähre, und gut und bewusst heißt auch mal eine Pizza essen, heißt auch mal Schokolade essen können, liegt bei 62 Kilo. Also mein Normalgewicht, wo ich mich wohlfühle, sind 62 Kilo. Und ja, ich hänge mich jetzt tatsächlich an dieser Zahl auf, denn ich wiege zwischen 66 und 67 Kilo aktuell, weil ich halt eben einfach faul war. Jetzt kam noch diese, ich will eigentlich dieses Virus gar nicht in den Mund nehmen, jetzt kam noch Corona dazu. Die Carina kam dazu. die Fitnessstudios haben geschlossen, ich kann meiner Routine nicht nachgehen, ich beantworte für euch Direct Messages, ich liege hier auf dem Sofa, ich esse dazu halt eben einfach zur Beruhigung meiner Nerven Schokolade. Ich bin ein Mensch, wenn ich Stress habe, esse ich gern und dann esse ich halt. Und wenn ich halt dann nicht diesen Druck habe oder, was heißt Druck? Ich liebe ja Sport. Wenn ich aber dann nicht diesen Auslauf habe, dann setzt es bei mir an. Ich meine, ich werde 36, ich bin keine 20 mehr. Mein Bindegewebe ist nicht das Beste. Fakt ist, ich habe untenrum halt einfach meine Probleme und mich stört es halt einfach. Jetzt kommt der Sommer, ich möchte kurze Hosen anziehen und ich tatsächlich, trotz aller Selbstliebe, ist mir dieses Thema Beine halt unangenehm. Und deshalb möchte ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam Gas geben. Und ich werde hier eine kleine Videoreihe daraus machen. Und ich hoffe, dass ich in 6, 8 Wochen einfach sagen kann, hey, hat geklappt. Ich werde euch sicherlich auch zeigen, hey, hat mal 3 Tage nicht geklappt. Nein, 3 Tage sind zu viel. Ich denke, hat mal einen Abend nicht geklappt. Ich möchte mir trotzdem nichts verbieten. Aber dieses Thema Süßigkeiten ist für mich ein absoluter Hammer. Und ich weiß nicht so richtig, wann sich das eingeschlichen hat. Aber ja, ich kann es halt nicht kontrollieren. So, ich würde jetzt fast sagen, sagt mein Skript noch irgendwas. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir in die Kommentare, was euch vielleicht interessiert, was euch in einem der nächsten Videos, ich würde sagen, ich mache alle 14 Tage so einen Formcheck, was euch da interessiert, welche Fragen ihr noch habt, auf was ich vielleicht konkreter eingehen soll. Ich bin keine ausgebildete Ernährungsexpertin oder Fitnessexpertin oder irgendwas. All das, was ich erreicht habe, auch damals 2014, 2015 bei den Wettkämpfen, ist einfach nur probiert. Ich hatte 2 Coaches. Eigentlich weiß ich, wie es geht. Und ich weiß halt, ich muss mir in den Arsch treten, damit was wird. Ich liebe mich trotzdem selbst, das muss man ja immer noch dazu sagen. Aber ich kenne mich auch anders und ich habe jetzt Bock, mal wieder Gas zu geben. Und vielleicht stehe ich irgendwann auf einer Bühne. So, darauf jetzt einen Gin Basil Smash. Prost. Bis bald, eure Adrienne.